Moin moin Leute und herzlich willkommen, Folge 70 von Heroes Charge. Heute möchte ich euch gerne den neuen Helden vorstellen, und zwar den Ensign Protector. Ich hatte ihn mir gestern schon aus der Truhe errollt, also hier ist er schon. Hab ihn aber noch nicht gelevelt und das war ab Stufe 1 schon verfügbar, konnte ich gleich reindrücken. Ja, so sieht er aus. Root heißt er. Passt ja. Ja, Werte hat Stärkezuwachs tierisch viel. Also hier steht halt Frontline Tank. Er kann sich in einen Baum verwandeln und beschwört Pflanzen, um Gegner zu attackieren. Genau, das ist das. Dann haben wir Fähigkeiten. Haben wir jetzt einmal seine Ultimativfähigkeit. Er lässt Blätter fallen und die auf die Gegner und die machen dann magischen Schaden. Gleichzeitig binden die Blätter auch mehrere Gegner zusammen, was dann gleichzeitig nochmal Damage zu jedem, der zusammengebunden wird. Ja, dass jeder, der von den Blüten getroffen wird, kriegt er gleichzeitig für 3 Sekunden sind sie alle ineinander gebunden und kriegen dann nochmal Schaden zusätzlich. Das Magic Damage, genau. Also irgendwie, er verwandelt sich da, wie gesagt, zu so einem Baum, lässt die Blätter fallen. Alles macht dann Schaden. Und gleichzeitig bindet er sie irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, wie sich das genau verhält, ob sie sich dann nicht bewegen können oder so, aber das steht hier nicht. Also ich denke, das ist einfach nur Damage, was er macht. Dann haben wir noch die Wine Armor. Also hier steht, er gibt einem Verbündeten eine Rüstung aus Ranken und die erhöht dann die Rüstung vom Mitspieler und reckt gleichzeitig seine HP, also ein kleiner Heal mit bei sozusagen, plus natürlich nochmal die Rüstungserhöhung, finde ich sehr gut. Dann haben wir noch die blaue Fähigkeit, Entangled. Er beschwört auch wieder Ranken und Geäst, um einen Gegner zu, die Ranken, die winden sich halt um den Gegner und dann machen sie Schaden über Zeit, ist grob gesagt einfach. Wie gesagt, wir gucken gleich mal, ob sich da irgendwas abzeichnet von wegen, dass sie dann auch nicht bewegbar sind oder so, dass die Feinde dann stehen bleiben. Ist momentan alles noch sehr undurchsichtig. So, und hier haben wir dann die lila Fähigkeit, ist dann später die Erhöhung der HP der beschworenen Pflanzen. Ist keine Ahnung, also hier die blaue Fähigkeit, da beschwört er ja, also Ranken und Geäst. Und die haben wohl ihr eigenes Life, ich vermute. Ja, das ist wie beim Death Knight zum Beispiel, wenn er sich das Schild gibt. Nur, dass er das dann um die Gegner macht, diese Pflanzen, und dass die dann erst kaputt gehauen werden müssen, ich weiß es nicht. Wir werden das aber mal testen. Gucken. So. Lila werde ich ihn zwar nicht schaffen, aber aber so grob, denke ich, sollten wir es hinkriegen. Schon mal die ersten Eindrücke von ihm haben. Sollte passen. So, Front. So, der Rüstungsklasse. Hier hat er Angriffsschaden. So, Standard, alles mit dabei. Er sich freut.
Genau, kann ich ja nochmal die Skills zeigen. Hier sieht man das dann. So, da macht er irgendwas, keine Ahnung. Da hat er, glaube ich, diese Ranken beschworen, wie ich sagte. Die dann Damage über Zeit an dem Gegner machen. Und jetzt, das ist, glaube ich, seine Ultimativfähigkeit. Da wird er zum Baum. Da macht er irgendwie einen normalen Slap. Und das ist wahrscheinlich die Rüstungserhöhung und Regeneration der HP, denke ich. Wenn er das mit seiner Lampe da macht. Zack. Okay. So, Schuhe. Rüstung, 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 Alter. Naja, wenigstens kriegen wir die blaue noch zu Gesicht. Zauberkraft, Rüstung. Okay. Hat gar nicht mehr auf sich zu freuen. Stärke, Rüstung und alles mögliche dabei. Auch hier wieder. Wahnsinn. Okay, so, jetzt können wir mal ein bisschen auch anhand der Zahlen was erkennen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das ist klar, genau, die Rüstungserhöhung und die Regeneration über das im Laufe der Zeit, die erhöht sich halt, wenn man skillt. Hier fügt er halt, wie schon gesagt, Schaden zu mit den Ranken und so weiter. Aber dass diese Verwicklung mit den Ranken muss halt dann schon ungefähr sein Level haben. Wie man das ja bei den anderen Fähigkeiten auch kennt, per Stun oder so. Und hier, das weiß ich noch nicht, was das ist. Von wegen Raketenspore, Level 2, Energy Spore und Explosionsspore. Bin ich mal gespannt. So, das muss reichen. Gucken wir mal, ob wir... Ja, hier irgendwas finden, wo wir das austesten können. Was ist er denn? Was war er? Level 30, ne, glaube ich. Oh Gott, nee. Das ist nix. 10. 20. Wir probieren es mal einmal fix hier. Ah. Ja. So, mal gucken, da läuft er los. Bumm. Da sieht man's. Da hat er die Ranken und dann sieht man im Laufe der Zeit, jetzt hat er sich sein Schild gegeben. Gleichzeitig reckt er ja sein Leben. So haut er ganz normal zu. Jetzt hat er sich wieder Rüstungserhöhung. Gleichzeitig Heilung. Jetzt hat er die Ranken. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Gegner dann stehen bleiben oder nicht. Wenn sie die Ranken haben. So, jetzt machen wir die Ultimativfähigkeit mal. Und los geht's. Und nun? Ah. Jetzt. Alter. Das ist ein... What the fuck? Was geht denn hier ab? Seine Sporen geben ihm Leben. Energie, meine... Hä? Oh mein Gott. Die Sporen ist ja krank. Alles klar, die hinteren geben ihm immer Energie und mit der Energie pflanzt er neue Pflanzen. Ist ja gestört. Also nicht schlecht, das ist ja witzig. Ah, er trifft sogar mehrere mit den Ranken. Ich dachte, das wäre immer nur auf einem. Zack, so. Jetzt pflanzt er die erste. Piu, piu.
Genau, und mit der Lila-Fähigkeit erhöhen sich halt das Leben der ganzen Pflanzen. Boom. Ah, okay, schade, diese Detonationsblume, die er da immer macht. Die bringt gegen den Drachen nichts, weil der ist ja nur gegen Nahkampf immun. Okay. Ich frag mich, wie lange das dauert da mit der Baumversion. So lange, bis alle tot sind, oder? Pff. Ist voll abgefahren. Sie tot. Nein. Ich meine, ah, jetzt ist er wieder normal. Also, oh. Okay, das ist schwierig. Ich glaube, er würde dann am besten funktionieren, wenn man da den Mystiker noch mitnimmt. Weil der auch noch mal Energie gibt. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant, der Charakter. Und total witzig, wie ich finde, mit den Pflanzen beschwören und keine Ahnung. So, someone's environment. Da steht, Target. Also ein Tag, ein Ziel. Warum man mehrere hittet, weiß ich auch nicht. Aber von mir aus. So, und hier genau sind Level 11 Sporen und bla. Sorry. Lasting 3 seconds. Okay. Ja, das war der schon mal der grobe Eindruck, der erste Eindruck zum Ensign Protector. Also mein Fazit ist sehr, sehr schwierig. Man weiß halt nicht, wie es ja, im Late Game mit ihm aussieht. Am Anfang denke ich, ist das also schon ziemlich nice, auf jeden Fall. Zumal allein schon seine Rüstung und die erhöht sich ja seine Rüstung und gleichzeitig noch regeneriert er sein Leben, was ihn als Tank schon sehr, sehr wertvoll macht. Und wenn man das hier sieht, maximales Leben, das sind schon mal auf zwei Items. So, Stärke gibt ja auch immer noch mal Leben dazu. Ist hier überall bei. Dann haben wir hier Blau plus 1 maximal Leben. Rüstung hat er auch en masse. Hier ist natürlich wieder Stärke, magischer Widerstand. Hier ist auch überall Rüstung mit bei, beziehungsweise gut ausweichen. Das jetzt. Magischen Widerstand ignorieren, das ist auch cool. Hier wieder Rüstung. Wiederleben. Wiederleben. Leben. Wieder dick leben. Auch mal leben. Hier sowieso wieder. Scheinen die irgendwie alle gleich zu haben. Lila plus 4. Genau. Heftig. Ja, gut. Ich werde ihn auf jeden Fall, den auf jeden Fall werde ich nachziehen. Und mal schauen, wie er dann im Late-Up geht. Ja, man kann gespannt sein. Dann mache ich nochmal eben hier so ein paar kleine Sachen abholen. So, das war erledigt. Schon wieder das Internet irgendwie. Das mag mich momentan nicht. So, dann machen wir nochmal Midas einmal. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Antesten des Charakters. Ihr könnt ja eure Meinung dazu posten, was ihr denkt, wie ihr ihn so seht, auch mit den ersten Eindrücken. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
macht's gut und bis demnächst.